Thomas Schmidt hat ausgesagt. Er war einst Generalsekretär des Finanzministeriums, später dann kurzzeitig ÖBAG-Chef. Seine Aussage bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die hat, wie wir alle wissen, vor allem Sebastian Kurz, aber auch Sobotka und Wöginger, also auch aktuelle ÖVP-Politiker, belastet. Ziemlich kurz nachdem bekannt geworden ist, dass Thomas Schmidt ausgesagt hat und seine Aussage dann eben auch durchgelesen wurde von den entsprechenden Personen, hat es gleich einen Rückschlag gegeben, und zwar von Sebastian Kurz. Der kam nämlich mit dem Transkript eines Telefonats, das er der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zukommen hat lassen. Natürlich haben es die Medien auch bekommen. Und in diesem Telefonat, erinnern wir uns, da betont er immer wieder, dass er eben nicht verstehen könne, warum er mit den Inseraten und den Anzeigen in irgendeiner Verbindung stehen soll. Er hat sich in diesem Telefonat dann auch nochmal das hinlänglich bekannte Beinschab-Tool von Thomas Schmidt erklären lassen und eben, wie gesagt, immer wieder betont, dass er mit dem allen eigentlich überhaupt nichts zu tun habe. Jetzt hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Thomas Schmidt noch einmal vorgeladen und ihn mit diesem Telefonat konfrontiert und einmal gefragt, was denn da genau los war. Und Thomas Schmidt hat gemeint, zu diesem Zeitpunkt, das war eben nach den Hausdurchsuchungen im Bundeskanzleramt, waren alle extrem nervös. Man hat zwar nur mehr über Signal und WhatsApp telefoniert, war sich aber nicht sicher, ob das nicht auch irgendwie abgehört werden kann oder ob möglicherweise andere sogar verwarnt sind. Deswegen hat Thomas Schmidt in diesem Telefonat alles kleingeredet, wie er bei der WKStA gesagt hat, und eben nicht wirklich widersprochen. Die WKStA hat dann noch einmal nachgefragt, warum er eben nicht gesagt hat, dass zum Beispiel die Anzeigenaufträge von Sebastian Kurz ausgegangen sind, so wie es eben auch in seiner Aussage steht. Und da hat er gemeint, zu damaligen Zeitpunkt hat man noch eine gemeinsame Verteidigungslinie gehabt. Und wenn er da widersprochen hätte, dann hätte er die sozusagen unterlaufen. Und das war zum damaligen Zeitpunkt auch mit dem Druck, der herrschte, gar nicht möglich. Außerdem war nicht klar, was bei Beinschab noch rauskommen würde. Das war noch vor den Hausdurchsuchungen dort. Diese Aussage von Thomas Schmidt bei der WKStA, die hat natürlich jetzt auch wieder die Verbündeten von Sebastian Kurz auf den Plan gerufen. Einer seiner Sprecher sagt, es ist ganz offensichtlich, dass er den Kronzeugenstatus nicht erhalten kann, wenn er über dieses Telefonat der WKStA nicht Bescheid gegeben hat. Das wird noch einmal betont. Und die Versuche, sich da jetzt sozusagen aus dem Kopf aus der Schlinge zu ziehen, die werden garantiert scheitern und das Lügengebäude von Thomas Schmidt, das wird auf jeden Fall zusammenbrechen. In dem Zusammenhang hat die WKStA übrigens auch noch Informationen bekannt gegeben. Thomas Schmidt hat in seiner Aussage ja auch gemeint, die Lebensgefährtin von Sebastian Kurz hat eine ungerechtfertigte Gehaltserhöhung bekommen, kurz bevor sie in Karenz gegangen ist. Die WKStA hat das überprüft und meint, da haben alle Beteiligten Boni gekriegt und man sehe da keine Vorteilnahme durch Sebastian Kurz bzw. durch seine Lebensgefährtin.